Mein besonderer Overzieher-Moment war, als ich D-Jugendspieler noch war damals und es geschafft habe, mit meiner Mannschaft 2 Jahre hintereinander zur Nordostdeutschen Meisterschaft zu fahren und dort mit dem 10. und 11. Platz auch relativ gut abzuschließen von den neuen ostdeutschen Mannschaften. Und insofern ist das so ein Moment, der als Jugendspieler immer in Erinnerung geblieben ist. Als Schiedsrichter, dass man ab und zu mal in die dritte Liga pfeifen durfte, unsere erste Männermannschaft, was auch immer ein besonderes Erlebnis eigentlich für ihn ist.